Moin Moin und hallo, heute ist der letzte Tag, an dem wir dieses Adventskalender-Special vollziehen. Das bedeutet, früh aufgestanden, früh geduscht, neues T-Shirt angezogen, rasiert, Nasenhaar gezogen, Bauchnabel sauber gemacht, was man einfach nicht so oft im Jahr macht. Das macht man heute, am 24. Dezember. Ja, ich habe sogar einmal die Zähne geputzt. Und heute können wir das singen, zusammen, wenn ihr wollt. Heute kommt der Weihnachtsmann, bald kommt er an. Nicht mehr weit und dann sind wir alle dran. Ja, das war lyrisch wirklich godlike, oder nicht? Das heißt, heute ist der 24. Dezember, letztes Adventskalender, Türchen. Letztes Mal vor Weihnachten sich mal schick machen und riechen könnt ihr mich jetzt nicht. Ich habe sogar ein gutes Parfum aufgelegt und das bedeutet, jetzt gehen wir in den Tag der Tage, worauf wir schon ein ganzes Jahr hingehofft hatten. Und das bedeutet, gleich in der nächsten Stunde circa wird die Pute auch in den Backofen abgegeben. Dann wird sie stundenlang vor sich hin brutzeln. Es wird ein freudiges Schmaus geben mit schöner Weihnachtsmusik. Und wenn wir dann alle vollgefressen sind und uns kaum noch bewegen können, wird auch der Weihnachtsmann dann die Geschenke bringen. Ja, was will man mehr? Vollgefressen, voller Geschenke, einfach nur glücklich sein im Kreise der Familie. Und das, hoffe ich, werdet ihr auch alle da draußen erleben dürfen. Macht euch einen schönen Tag. Es sind noch die Geschäfte geöffnet bis ca. 12 bis 14 Uhr. Das heißt also, die letzten Leute können noch ihre Weihnachtsgeschenke, Besorgungen machen. Aber wenn ihr das macht, gestern als Beispiel. Boah, also die Leute waren zügig unterwegs auf den Straßen, aber sie waren freundlich unterwegs auf den Straßen. Das hat man wirklich gemerkt, denn sie waren alle happy und zufrieden. Es gab keinen Ärger, obwohl alles verstopft war. Alle haben sich an die Regel gehalten. Das kommt nicht oft vor, oder? Und auch die Leute, die heute nicht Weihnachten feiern, weil sie halt bis zum 7. Januar warten müssen oder schon am 6. Dezember Santa Claus empfangen hatten, ihr könnt es ja nochmal tun, oder? Schon mal vorziehen, oder? Also bitte, heute ist der 24. Dezember, heute ist der Weihnachtsabend. Wer sich schon schick macht und nachher in die Mitternachtsmette oder Messe gehen wird, viel Spaß dabei. Schaut euch das Krippenspiel an, wie alle das schön aufführen werden. Aber wir werden jetzt die letzte Türchen öffnen, heute, um dann diesen wundervollen Tag genießen zu können. Was nur fehlt, ist Schnee und Kälte. Es sind tropische 15 Grad draußen, geschätzt, gefühlt. Es regnet und mal nicht. Also, ist ja fast wie in Australien, oder? Auf zum Weihnachts-Adventskalender. Wir haben nur noch einen, das ist beim Teddybär heute. Wir gucken uns ran, was drin ist. Ich hoffe, keine Wiederholung, weil heute ist ein besonderer Tag. Ich denke mal, es wird was Besonderes drin sein. Ja. Es ist ja auch etwas größer als wie sonst. Yeah. Es ist das Christkind drinne. Das Christkind ist auch aus dem aus der Tradition von den Christen her ein Sinnbild für die Geburt des Jesus. Ne? Aber bei uns kommt ja auch der Weihnachtsmann, deshalb die Mütze an. Ich bin nur am Reimen heute, ne? Ich hab's drauf. So, das Christkind wird jetzt verspeist. Es ist jetzt nicht so ganz vernünftig eigentlich, das Christkind vor dem Abend zu verspeisen. Aber wir machen es trotzdem. So, das Christkind ist aus Vollmilchschokolade hergestellt. Und auch wenn ihr heute nicht Truthahn esst, nicht Weihnachtsgans oder nicht, was gibt's noch? Karpfen isst, sondern Kartoffelsalat mit Bockwurst, dann schmeckt das auch, oder nicht? Spätestens morgen wird wahrscheinlich das große Fressen dann fortgesetzt, weil am ersten und am zweiten Weihnachtstag isst man ja dann meistens mit Familien
Mitgliedern und mit Freunden am nächsten Tag zusammen. Und die ist ja auch immer mit Schmakulierung verbunden, oder? Mm. Die Schokolade schmeckt heute noch besser wie sonst. Denn es ist der 24. Dezember. Der schönste Tag im Jahr. Was werde ich alles geschenkt bekommen? Na gut. Mein Amy Wunschkalender war ja schon ein paar Monate online, oder? Ich hoffe, auch ihr bekommt schöne Geschenke draußen. Und keine Flips. Sondern die Geschenke, die ihr euch wünscht. Ich wünsche allen da draußen den Weltfrieden, wie jedes Jahr. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und in dem Sinne, frohe Weihnachten euch allen da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Sun Sun.